Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich weiß, ich hatte schon vor einiger Zeit diese Mirror Challenges versprochen, aka ich spiele es einfach mal in entgegengesetzter Richtung, was meine Controls angeht, aber das möchte ich jetzt heute noch nicht unbedingt machen, sondern wir werden heute erstmal nochmal ganz normal spielen. Einfach, ich habe gerade Zeit. Also ziemlich genau so Zeit. Ich muss mal gerade mein Mikro noch ein bisschen verschieben, weil ich das Gefühl habe, der Pegel ist ein bisschen crazy. Jetzt müsste das besser funktionieren. Einfach weil ich das Gefühl habe, ich schaffe das jetzt nicht. Also zumindest keine sinnvolle Aufnahme, sondern erstmal nur so einen normalen Run halt nochmal. Keine Ahnung, wie lange die Mirror Runs dann dauern werden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, das in einem Stream zu machen dann mal. Müssen wir dann mal sehen. Also, wir fangen einfach mal an und ich möchte einen random Charakter, nämlich einfach mal wieder. Versuchen wir mal, wie weit wir kommen. Ich denke, ich habe ungefähr für einen Run Zeit, für einen längeren Run. Ich sehe schon, ich kriege Eve. Okay, ich habe vielleicht Zeit für ein paar mehr Runs, weil ich sehr schnell abkratzen werde. Wir werden sehen. Oh, das fängt ja gleich richtig toll an. Da, du hättest lieber da oben sterben sollen. Hier ist erstmal so. Hoppala, aber wir haben schon mal einen Schlüssel gekriegt. Das ist schon mal nicht schlecht eigentlich. Besser als irgendwelchen Unfug, den wir nicht brauchen. Herzen oder so. Herzen brauche ich sowieso nicht. Ich sterbe sowieso schnell. Noch ein Schlüssel. Oh, das gefällt mir. Ich gehe mal da rein. Da liegt eh noch ein halbes Herz. Das passt schon. Gibt es ein paar Fliegen? Naja. Lohnt sich jetzt nicht so, aber hey. Für ein halbes Herz ein paar Fliegen. Vielleicht kriegen wir auch noch. Ja. Das gefällt mir sehr. Gibt es einfach mal zwei Bomben für nix, weil Trollbombe. So gehört. Shit. So geoutscht hört sich das. Das war nicht so schön. Rums. Vogel greift mal da die. Genau. Machen wir die Spinne kaputt. Oh, da kriegen wir gleich das ganze Herz wieder. So ist das doch brauchbar. Da braucht gar nicht erst eine Spinne rauskommen, finde ich. So. Nur ein normales Stockwerk. Das heißt, da eigentlich müsste das dann gleich auch. Das ist ein großes erstes Stockwerk dafür, dass das nicht XL ist. Guck da mal rein. Ich glaube, das hat sich sehr gelohnt. Wow, 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 wow. Ich warte damit mal gerade noch. Mutated Spider Quadshot. Das klingt gut. Das könnte doch ein gar nicht so blöder Run werden. Bisher schon wieder relativ viel Glück, muss ich sagen. Und ich glaube, da werde ich gleich wahrscheinlich sogar noch in den Shop schauen. Denn wir haben genug Münzen dafür. Ich gucke sehr interessant, die Eve gerade. Okay. Range up. Ist okay. Ist mir, glaube ich, lieber als in den Shop geguckt zu haben. Ach komm, ich nehme das Ding direkt mit. Das müsste eigentlich funktionieren hier beim ersten Boss. Ja, Pin. Ich denke, das schaffen wir ohne Leben zu verlieren. Oder zumindest ohne das eine komplette Herz zu verlieren, was das weiße Herz noch schützt. Ich hatte keinen Bock, gleich nochmal zurückzugehen. Ich weiß, das ist unter Umständen ein bisschen risky. Sollte man jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. Aber mir war das egal. Ich habe Quadshot, ich habe ein Herzpuffer. Das müsste eigentlich. Eigentlich sollte das ja wohl reichen. Macht sehr wenig Schaden gerade. Das ist nicht so schön. Warum eigentlich? Warum mache ich so wenig Schaden? Ich treffe den sehr schlecht gerade. Nee. Bin die Quadshot auch nicht so richtig gewohnt irgendwie. Letztes Mal hatten wir den ja auch schon. Allerdings dann mit dem Brimstone. Und dann hilft er ja nichts. Also dann tut er ja nicht wirklich was. Deshalb hat sich das dann nicht gelohnt. Wow, fast. Okay, noch ein Leben. Wir haben einen Haufen Leben schon. Finde ich gut. Läuft doch bis jetzt ganz gut. So kann man das anbieten. Gehen wir erstmal hier rein. Wer weiß, später kommen wir vielleicht nicht mehr rein. Gibt es eh nur ein Herz. Das lohnt sich. Oh shit. Oh shit. Warum? Warum? Hilfe! Warum kamen da jetzt zwei Wellen? Finde ich nicht okay. Ich weiß vor allem halt nicht, was das verursacht, dass da zwei Wellen kommen. Ist das random einfach oder woran liegt das? Ich finde es auf jeden Fall nervig. Jetzt habe ich nämlich ein halbes Blaues verloren für ein Ganzes, das ich nicht nehmen kann. Das kann zwar unter Umständen noch praktisch werden, muss es aber halt nicht. Und deswegen, naja. 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 Uah.
Noch ein ganzes. Ja, ich glaube, jetzt wird das sehr, sehr unnütz gewesen sein, da reingegangen zu sein. Ich mach mal von hier. Weil vielleicht Geheimraum. Nein, kein Geheimraum. Schade. Zack. Wow, wow, wow. Close. Close. Und ich habe keinen Schlüssel mehr für den. Keinen Schlüssel mehr für den Itemraum bisher. Da muss ich auch mal irgendwie gleich noch was. Da müssen wir uns irgendwie was zusammenkummeln. Ich überlege, ob ich den Boss vielleicht schon mal mache. Wenn ich schon hier bin. Oh, da ist der Schlüssel. Sehr schön. Ich mache den Boss schon mal. Passt schon. Was haben wir denn da? Es ist der Blighted Ovum. Das müsste eigentlich. Oh shit, das geht vielleicht doch nicht. Oh Crap, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist der Depp. Mit seiner Blutspur. Verdammt. Das könnte. Autsch, shit. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich möchte. Kannst du bitte mal. Ach, die sterben. Nee, die sterben doch nicht zusammen. Ich dachte nur, die sterben zusammen. Das ist schon mal gut. Ja. Gucken wir mal rein. Schade. Ja, wobei das Reacher-Board für. Nee, für 3 würde ich das sowieso nicht nehmen. Ihr seid wohl des Wahnsinns. Okay, es lohnt sich jedenfalls nicht. Wir haben aber ein gutes Tiers abgekriegt, was mit Quadshot immer ganz gut ist. Das ist schon mal gut. Und wir haben immer noch nicht den Itemraum auf diesem Level. Wow. Verlieren wir direkt wieder ein halbes Herz. Stirbt doch. Ja, fürchterlich. Kratzt gar nicht ab, das Viech. So, jetzt bräuchte ich eigentlich wieder 2 Schlüssel. Verdammt. Aber 2 Schlüssel kriege ich nicht. Oh. Naja, das ist eigentlich. Shit. Eigentlich ist das nicht schön. Ich wollte nämlich erst in den Itemraum rein. Das habe ich mir jetzt ein bisschen verbraten. Den nehme ich. Ich nehme natürlich den Little Gish. Nehme natürlich das. Und ich glaube. Na komm, die nehme ich auch noch. Was tut sie denn? Speedtown. Naja, toll. Hätte besser laufen können, indem ich halt. Ein Counterfight Penny. Plöpp. Doppeltes Geld und so. Also zumindest die Chance drauf. Finde ich gut. Kann man so nehmen. Das ist potenziell ein ziemlich bescheidener Raum. Das mit dem Speed Down stört mich gar nicht. Ich hatte ja am Anfang mehr Speed, weil ich ja Eve bin. Da kann ich das so schon. So ist das schon ganz okay mit dem Speed. Jetzt habe ich 2 Schlüssel und da ist der Shop. Komm. Ugh, die Pickaxe. So ein Kack, dann nehme ich halt den Schlüssel wieder mit. Naja. Dann eben nicht. Ja, gucken wir hier. Böse Viecher. Und böse Flammen, Feuer, Dinger. Zack. So, oh, ein neuer Schlüssel. Das ist doch immer schön. Da ist der Itemraum. Bewegen sich die Spinnen gar nicht, bis ich mich das erste Mal bewege. Das wirkt die irgendwie gerade so. Sehr interessant. Naja. Noch ein Schlüssel. Und naja. Ich habe noch kein Spacebar-Item. Da nehme ich dann das Hourglass. Das ist schon ganz okay. Was ist das Hourglass? Aua, aua. Aua, aua, aua. Komisches Layout. Ich glaube. Ich werde nicht gucken, ob die mir den Geheimraum freischießen. Das ist mir irgendwie zu gefährlich im Moment. Bomben. So. Mr. Mega, das ist also gar nicht so schlecht mit den Bomben. Da kann man dann später auch noch durchaus Schaden über Bomben an den Mann bringen. Oder an das Monster. Oder die Dame, je nachdem. Counterfight Penny war bis jetzt auch ziemlich nutzlos. Ich weiß auch noch nicht so richtig, ob mir der irgendwas bringt auf Dauer. Oder bei Zeiten oder wie auch immer. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich wahnsinnig viel über Geld
meinen Kram machen werde. Ich weiß gar nicht, wie schnell sich das Glas auflädt. Das wüsste ich eigentlich gerne noch. Das wird Poison Touch sein, beziehungsweise The Virus. Yep. Nehmen wir das mal noch. Wow. Das ist eine große Bombe. Mr. Mega und so. Ich sehe jetzt wieder sehr interessant aus. Aber wenigstens bin ich den komischen Bomberman-mäßigen Kopf los. Das nervt mich immer. Verdammt. Da kam der eine Schuss aber irgendwie so schräg. Also so schräg, dass das nicht gepasst hat mit dem, ich bewege mich nicht und werde nicht getroffen. Zack, eine Münze. Und der Boss. Wen haben wir da? Pestilenz. Weißt du was? Einfach weil es geht. Einfach weil es geht. Das hält ganz schön lange an, muss ich sagen. Übel. So schlecht ist das gar nicht. Also gut, ich wusste ja, dass das so schlecht gar nicht ist. Es ist nur meistens schlechter als die anderen Dingens, die anderen Spacebar-Items, die man so hat. Sind halt für gewöhnlich besser. Ich mache kaum Schaden irgendwie. Ich bräuchte mal noch einen Damager. So. Aber erstmal kriegen wir noch einen Cube of Meat. Jetzt habe ich... Nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich in den Stachelraum reingehe. Das Problem ist aber, dass ich die blauen Herzen habe, die ich damit verschwenden würde und keine normalen, die ich mir wieder einsammeln könnte. Deshalb wird sich das immer nicht lohnen. Nicht lohnen. Verdammt. Da hätte ich vielleicht nicht in die Ecke gehen sollen, aber ich wollte eigentlich versuchen, den Geheimraum aufzukriegen. Was ich auch geschafft habe, aber ob sich das lohnt, weiß ich nicht. So. Ich meine, wir haben den Counterfight Penny, das heißt, das könnte jetzt... Ja, der hat eine Menge Geld gegeben. So, Justice, das heißt, wir kriegen von allem noch was. Leider kein blaues Herz, ein bisschen schade. Aber hey, was will man machen? Jetzt lohnt sich der Shop. Wie war das mit dem Counterfight Penny? Eieiei. Das Problem ist halt wieder, dass man mit dem Geld jetzt gerade nicht so richtig, also ich kann damit jetzt gerade nicht so richtig viel, upala, anfangen. Ich hoffe, das Geld liegt da gleich noch. Aber müsste eigentlich. Eigentlich müsste es das. So. Kann ich auf jeden Fall gleich in den Shop gehen und theoretisch alles mitnehmen, was da ist. Yep, das Geld liegt hier noch. Oh, und die Fliege ist auch einfach weg. So. Jetzt könnte ich auch noch in der Arcade wieder ewig und 3 Tage zocken. Wenn ich wollte. Oder halt an diesem Automatengerät. Ich wollte mich jetzt gerade nur auf 50 Münzen runterwursteln. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil ich gerade da war, um das ein bisschen zu verteilen. Und ich... Oh, Homing Bombs. Oh, wir haben Mr. Mega Homing Bombs. Das ist nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht schlecht. Dafür, dass wir sonst auch sehr wenig Schaden... Weißt du was? So. Bei den Viechern nehme ich auch gerne mal das Spacebar-Item. Die sind nämlich furchtbar nervig. Und ich glaube, so lange hat das mit dem Aufladen gerade nicht gedauert. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Okay, 2 Räume. Das passt. Wenn ich da irgendwann mal einen nicht so leichten Raum. Ich wollte gerade einen nicht so schweren sagen. Es wäre natürlich Blödsinn gewesen. Einen nicht so leichten Raum habe, dann kann ich das einfach benutzen. Dann passt das. Ja, ich wusste, dass sowas passiert. Ich habe es gewusst. Verdammt. Noch habe ich auch nicht wahnsinnig viel Leben. Im Moment werde ich auch nicht so viel getroffen. Beziehungsweise lasse mich nicht so viel treffen, aber... nein, das Ding will ich gar nicht. Warum mache ich das denn bei denen? Hätte das bei den nächsten oder so, die spawnen sollen, die spawnen werden, machen sollen, nicht bei denen. Blöd kann man denn sein, verdammt. Na gut, bei denen jetzt auch nicht, aber bei denen danach wahrscheinlich, dann werden wahrscheinlich wieder irgendwie die Türmchen kommen oder so. Und aua, da verliere ich ja fast regelmäßig ein Leben, weil ich mich einfach zu blöd anstelle. Komm. Böses Viechzeug. Tatsächlich, es sind die Türmchen. Aber. Quadshot. Aua. Wirkt sehr effektiv. Kriege ich trotzdem einen aus dem Arsch. Komm, ich nehme das ganze Herz. Mir ist auch egal. Ist jetzt auch egal gerade. Oh, da. Für so einen Raum hätte ich das noch sehr gut gebrauchen können. Mit den. Mit der Dingens. Mit der die Dingens.
Kennt er die Dingens? Das Stundenglas meinte ich jetzt eigentlich. Rums.